Ein Hallöchen und recht herzliches Willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Cities Skylines 2. Ja, ihr Lieben, wir haben jetzt gerade ein bisschen Nacht hier. Ich lasse das auch mal so ein bisschen durchlaufen, weil ich finde, das sieht optisch eigentlich richtig, richtig nice aus. Und genau, wir schauen einfach mal weiter rein. Wir haben momentan noch 5 Megawatt, das läuft auch, aber wir könnten mal bei Gelegenheit tatsächlich eine zweite Windkraftanlage bauen. In der Hoffnung, dass wir uns hier nicht in die Quere kommen. So, und dann würde ich auch sagen, werden wir diese hier einfach unterirdisch mit der hier vorne einmal verbinden. Und dann läuft das Ganze auch wieder. Und dann haben wir jetzt tatsächlich wahrscheinlich auch gleich 10 Megawatt. Perfekt. Und wir exportieren ein bisschen. Unsere Credits gehen leider immer noch ein bisschen runter. Aber gut, so ist das halt. So, wir haben extrem viel Nachfrage nach Gewerbe gerade. Das ist schon nicht ohne. Aber ich glaube, wisst ihr was? Machen wir Folgendes, weil ich denke mal, man kann im Hellen ein bisschen besser bauen, denke ich mal. Deswegen werde ich einmal hier dann doch den Tag reinmachen. Ich denke, das ist ein bisschen sinniger. So, und hier sehen wir jetzt schon wieder so ein klitzekleines Problemchen. Ups. Kann das einfach nicht. Kann kein Terraforming. Das ist so richtig nervtötend, ey. Kann das einfach nicht. So. Aber wie kann man das jetzt... Warte mal, ich kann mir den Pinselgröße mal kleiner machen hier. So, 50 oder so. Genau, dass wir das so quasi mal machen. Und dann könnte man vielleicht hier vorne nochmal schauen, ob man dann nicht nochmal hier irgendwie so ein... paar Bäumchen oder sowas hinbaut. Könnte schwierig werden, glaube ich. So, wir haben Industrienachfrage. Das heißt, wir kümmern uns jetzt mal ein bisschen um Industrie hier oben. So ein bisschen. Werden dazu dann einfach mal hier ein bisschen Industrie reinbauen. So, und geben ihm mal so ein bisschen hier was. Einmal da, einmal da, einmal da. So, Gewerbe. Ja, wir brauchen noch mehr Gewerbe tatsächlich. Aber Gewerbe kann man doch eigentlich auch ganz gut hier nochmal hinsetzen, ne? Dann würde ich auch mal vorschlagen, dass wir hier ja, aber warte mal, können wir vielleicht erstmal hier da rein und dann gehen wir hier rein. Okay. Dann machen wir das so. Und dann gibt es hier noch eine kleine Gerade, die hier noch so ein bisschen einfach reingeht, bis dahin ungefähr. Die ist nicht gerade. Soll der Scheiß. Mach die weg. Ich will die gerade haben. So. Das sieht doch ganz gut aus. So. Wir haben jetzt hier wieder niedriger Dichte. Das Problem ist, ich will an sich eigentlich gar nicht so viel davon bauen, aber ich glaube, wir kommen da nicht drum rum, ne? So, hier sind sie fleißig am Bauen, das ist alles schick, alles super.
Lass mal ein bisschen mehr Gas geben. Wir machen immer noch miese, aber es reduziert sich. Das ist schon mal ganz gut. Ganz kurz einmal ein bisschen langsamer. So, lass uns mal schauen. Also wir haben auf jeden Fall erstmal hier noch eine Grundschule. Hier mal so eine Grundschule hier vorne wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Wenn wir da einfach mal eine hinbauen, da freuen sie sich auf jeden Fall alle schon mal. Das ist schon mal sehr schön. Und die Grundschule kann man tatsächlich auch noch ein bisschen erweitern. Das heißt, dann müssen wir aber da die Straße wahrscheinlich hier wegnehmen. Ja, das ist nun mal so. Sonst wird das Ganze nämlich nichts. Da haben wir nämlich Platz für weitere Schüler. Das kann man ein bisschen größer machen. Kostet 22.000. Und wir hätten vielleicht noch so einen kleinen Spielplatz, den wir auch noch da dran machen können. Und wir können hier noch ein bisschen was dran machen. Also das ist schon recht schick und fein erweiterbar. Wir können aber mal gucken, was wir denn mal so an Fortschritten freischalten können. Also ich würde ganz gerne mal den erweiterten Straßendienst auf jeden Fall mal freischalten. Dass wir uns den tatsächlich auch erstmal gönnen. Den befindet sich dann nämlich einmal hier. Und dann brauchen wir ein Straßenfahrzeugdepot, was ich eigentlich relativ nah an der Hauptstraße ganz gerne eigentlich bauen möchte. Was aber, wie wir hier sehen, nicht funktioniert, weil da der Eingang ist. Und da ist einfach zu wenig Platz. Da, immer hier wird es mega gut reinpassen. Dann müssen wir darum aber Gewerbe machen, dass das schön auch vernünftig passt. Dann bauen wir das mal hier rein. So, das kann man auch noch mal ein bisschen erweitern. Da gibt es einfach noch mal ein paar Fahrzeughallen, dass wir noch mehr Fahrzeuge haben. Ja, und viel mehr geht jetzt quasi auch nicht, ne? Genau. Das sieht doch aber schon mal eigentlich recht nice aus. So, Industrie haben immer noch einen ganzen Haufen an Nachfrage. Dann würde ich auch vorschlagen, dass wir hier noch ein bisschen Industrie reinbauen. So, machen einmal das hier. Da machen wir noch ein bisschen Industrie rein. Da geht Industrie rein. Da geht Industrie rein. Da. Und da. Und dann können wir das Ganze noch so ein bisschen ausweiten. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Haben wir das Ganze, wie gesagt, noch so ein bisschen getrennt. Wie sieht das Ganze mit Wasser aus? Wasserhandel. Wir exportieren momentan gar nichts. Aber ich weiß nicht, haben wir denn irgendwo überhaupt einen Anschluss, wo wir Wasser exportieren könnten? Nee, ne? Haben wir gar nicht hier. Nö, haben wir nicht. Dann ist das halt so. So, verkehrstechnisch ist das hier alles völlig im Rahmen. Alles schick, alles super. So, dann würde ich auch vorschlagen, wir könnten hier hinten auch nochmal ein bisschen Gewerbe hinmachen. Machen wir mal bis dahin Gewerbe. Und jetzt kann man natürlich auch nochmal sagen, wir machen jetzt irgendwo zum Beispiel auch mal so Ampeln hin. Na, wie hier zum Beispiel, dann würde ich sagen, setzen wir eine Ampel hin. Und dann kann man hier die Fußgängerüberwege zum Beispiel. Ne, warte mal, was ist denn das? Ein Fußgänger in der Straße. Ah, guck mal, so kann ich das wegmachen. Weil, den brauchen wir nicht, die haben ja Ampeln. Ne? Und deswegen brauchen wir da dann keine Fußgängerüberwege. Das ist ja ein bisschen Quatsch. Naja, die Häuser sehen jetzt alle vier gleich aus, ne? Aber ich finde das cool, dann wird das so eine schöne Parkanlage, das ist eigentlich recht nice. Sieht ganz cool aus, finde ich. Das hat was. So, wir brauchen aber noch mehr Industrie. Industrie baut gerade. Würden wir mal gucken. Wenn wir jetzt hier... Straße hinbauen. Und wir machen jetzt hier, sage ich mal, noch ein bisschen Industrie hin. Aber ich meine, wir müssen mal gucken. Ich weiß ja nicht, wodurch wir die
Mülldeponie. Das ist da. Und das wandert hier außerhalb. Und dann müssen wir sowieso den Radius nochmal ändern. Von der Mülldeponie, aber das können wir ja dann nochmal machen. Gelegenheit. So. Und dann geht da noch ein bisschen Industrie hin. Dann können die da erstmal eine Ruhe bauen. So, jetzt wollen wir ja noch so ein bisschen mittlere Dichte haben. Wohnhäuser mit mittlerer Dichte, kleinere mehr Einfamilienhäuser. Oh, cool. Lass uns dann noch hier auch nochmal ein paar Dinger da hinsetzen. Da nochmal so ein paar Dinger. Da nochmal so ein paar Dinger und dann können die da erstmal bauen. Dann gucken wir mal, wie die aussehen. Na, wie sieht das mit dem Friedhof? Das ist nicht so geil. So, bei dem Friedhof könnten wir vielleicht mal einiges zwischen unrührlich, weil die Richtung befahrbar ist. Fußgängerstraße. Das ist tatsächlich so ein Punkt, was ich jetzt nicht so geil finde. Das können wir noch mal anders machen. Oh, dann nehme ich mal wie folgt. Die Idee mit dem Fußgängerstraße ist an sich, glaube ich, gar nicht so falsch. Ziehen wir das aber mal hier rein. Check. Das sieht gut aus. Und dann würde ich sagen, ziehen wir den. Ja, das passt nicht so ganz. Vielleicht. Ah, nee, Freunde. Nee. Weg damit. So, jetzt pass auf. Wir müssen jetzt erstmal irgendwie ein bisschen Terraforming hier. Weil ich ja auch so viel Ahnung von Terraforming habe hier. So, passt auf. Sources tell us that our city has more services than we know what to do with. And you know what that means, folks. It means we're not cutting things close enough. Well, no. The point is, we're selling it and bringing money into local economy. That's right. You could almost also das was damit kann ich jetzt tatsächlich erstmal so ein bisschen leben. Das ist erstmal okay. So, wenn wir jetzt hier nochmal ein bisschen weitermachen. 16,8% Steigerung. Das möchte ich eigentlich eher ungern. But apparently that's not all good news. We're joined today by an expert guest, Professor Nutbutter. Welcome, Professor. So, a housing shortage is bad for the people trying to move here, right? Humans are programmed to desire certain representations within ideological. So, okay, das ist erstmal okay. Das können wir erstmal so lassen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das hier auch noch vernünftig hinkriegen. For example, consider capital. One final question, Professor. Is the housing shortage going to make me richer? By certain metrics, perhaps yes, in the short term. I like the sound of that. But what we are discussing. Okay, das ist okay. Jetzt müssen wir aber trotzdem versuchen, das hier so ein bisschen. Thank you, Professor. It is a question of priorities. Schicker zu kriegen, dass wir hier vielleicht so eine Kante reinmachen, was ja nicht schlimm ist. So. Und wenn wir dann jetzt hier tatsächlich dann mal hergehen und sagen, was haben wir hier? Eiche. Lass mal ein paar Eichen bauen hier. Pass auf. Ich glaube, ich setze sie dann doch mal einzeln, ne? Da kommt dann so ein kleines Wäldlein hin. So. Ob und was und wie das irgendwas bringt, muss man dann einfach mal gucken.
Industrie schon wieder. Und hier Gebäude mit niedriger Dichte. Uncool. So, das können wir dann vielleicht aber jetzt immer auf die andere Seite ein bisschen ausarbeiten. Wenn wir dann jetzt einfach mal sagen, wir gehen erstmal hier. Nein, erstmal noch ein Stückchen gerade. Aber vielleicht nicht mit einer Fußgängerstraße. Sondern wir nehmen tatsächlich vielleicht eine normale Straße. Und ziehen dann diese Straße erstmal hier runter. So. Dann machen wir jetzt nochmal hier ein bisschen niedrige Dichte hin. Hier werden wir nochmal ein bisschen terraformen müssen. Ja, an der Ecke muss noch ein bisschen was. Kleines bisschen noch, kleines bisschen noch. So. Das sieht gut aus. Dann können wir hier nochmal ein bisschen niedrige Dichte hinsetzen. So, und was wir natürlich machen können, weil die beschweren sich ja gerade so von wegen, es ist zu laut, könnten wir hier am Straßenrand Bäume pflanzen. Gerade, ich sag mal, vielleicht in dem Bereich hier. Da, dass das da noch ein bisschen abgegrenzt wird. Und nach dahin, dahin und da erstmal. Genau. Dann wird da so ein bisschen was abgegrenzt. So, was haben wir jetzt hier? Nicht genügend Kunden. Ja, das habe ich jetzt gehört. Soll wohl momentan noch ein Bug sein, dass das noch nicht ganz so ausgeglichen ist. Und die arbeiten auf jeden Fall daran. Aber die sind jetzt erstmal dran, die Performance ein bisschen zu verbessern. Was auch ganz wichtig ist. Ah, guck mal, schau mal, das sieht doch geil aus. Haben wir schon die ersten größeren Häuser. Das ist doch richtig, richtig schick. Sehr schön. Das gefällt mir. So, immer noch extrem viel Gewerbenachfrage. Aber die Leute beschweren sich, dass sie keine Kunden haben. Wir bauen trotzdem mal. Und hier oben der Industriezweig. Ja, ist auch ganz gut. Aber der ist noch ausbaufähig. Mittleres Dorf. Ja, Wahnsinn. Gucken wir uns gleich nochmal alles an, was wir da freigeschaltet haben. So, auf jeden Fall können wir jetzt erstmal hier ordentlich bauen. So. Also wir sind jetzt quasi ein mittleres Dorf, Meilensteine. Das heißt, wir haben jetzt roundabout noch ein höheres Darlehensdienstleistungsbudget, Nutztierhaltung, Steinbergbau hätten wir, Feuerwehr- und Rettungsdienst hätten wir. Ja, das sollten wir auch vielleicht in Angriff nehmen. So, und wenn wir jetzt mal gucken, Besteuerung. Wir können jetzt erstmal ein bisschen die Steuern erhöhen. Das machen wir auch erstmal. Erstmal ein bisschen was da reinhauen. So, und dann wollen wir mal schauen. Also, wir hätten eine Feuerwehr. Eine Feuerwehr wäre vielleicht nicht schlecht, einmal eine im Industriegebiet zu haben. Ich glaube, wenn wir die hier so hinsetzen, wäre das, glaube ich, richtig nice. Ich denke, die wird sich da ganz gut machen. Ach, guck mal, wie weit die rüber geht. Da reicht sogar tatsächlich eine. Das ist ja ein Träumchen. Weil wir könnten vielleicht überlegen, ob wir auch hier vorne eine kleine Brücke rüber bauen. Lass doch mal kurz schauen. Ich hätte da so eine kleine Bogenbrücke im Sinn. So, aber wie hoch muss die denn?
So, wenn wir auf 10 Meter hochgehen, reicht das nicht? Na, wartet mal, wir testen das mal. Wir gehen auf jeden Fall erstmal hier hin. Also 10 Meter reichen tatsächlich wohl anscheinend nicht aus, um diese Brücke zu bauen. Wenn wir noch höher gehen, auf 20. Funktioniert das auch nicht. Also machen wir Folgendes. Wir nehmen einfach eine Straße und bauen die einfach hier rüber. Das sieht aber ein bisschen... Nee, das sieht scheiße aus. Das müssen wir mal neu machen. Aber vielleicht machen wir das einfach mal mit einer Kurve. Wartet mal, wir testen das nochmal neu. Müssen wir noch ein bisschen experimentieren hier. Den hier rausgehen. Nee, das wird nicht. Wir müssen hier höher. Sonst wird da nichts hier. Okay, wenn wir jetzt aber den hier zum Beispiel... Kriegen wir den aber da durch, ne? Aber das hier sieht scheiße aus. Guck mal hier, der Bogen da drin, das gefällt mir nicht. So, wenn wir das jetzt aber... trotzdem so weiterspinnen, dann sieht das schon ein bisschen... besser aus. Ja, das ist doch schon mal schick. So, gut. Nicht schön, aber selten. So, er meckert immer noch rum wegen den Kunden. Ne? So. Meine Polizei wäre natürlich, wie gesagt, auch nicht schlecht. Wenn wir die vielleicht hier vorne hinbauen oder so. Pass mal auf, lass uns mal Folgendes machen. Lass uns erstmal hier am Kreisverkehr die Ausfahrt rausbauen. So. Und dann bauen wir jetzt mal eine Polizei hier vorne hin. Okay. Damit sollte erstmal alles abgedeckt sein. Waren immer noch dick Minus hier. Aber hey, wer kann, der kann, ne? So, was haben wir denn sonst hier? Das ist das hier. Eine Notunterkunft, Katastrophenfrühwarnsystem, große Notunterkunft, okay. Das gibt es ab Stufe 4. Lass uns mal gucken, was wir noch so freischalten können. Entwicklung. Schnellstraßen könnten wir freischalten. Kreisverkehre, das wäre eine Stufe größer. Vielleicht wären aber, glaube ich, Parkplätze gar nicht so schlecht. Was ist das hier? Notstromaggregat.
Geothermales Kraftwerk wäre, glaube ich, auch nicht schlecht. Wasser. Wasseraufbereitungsanlage. Das wäre, glaube ich, tatsächlich mal was, womit wir uns mal schnellstmöglich auseinandersetzen sollten. Denn ich denke mal, so eine Wasseraufbereitungsanlage ist nicht verkehrt, wenn man die irgendwo in seinen Kreisen hat, dass man die dann quasi aufbauen kann. So, lass uns da mal gucken. Bauen wir mal eine Wasseraufbereitungsanlage. Zack. Weil das wäre, glaube ich, tatsächlich nicht schlecht. Erhöht die Abwasserreinigungsrate und sorgt dafür, dass mehr Abwasser zu Trinkwasser aufbereitet wird. Okay. Stellt der Anlage erhöhte Verarbeitungskapazität zur Verfügung. Aber ich glaube, ich lasse das erstmal so laufen. Lassen wir erstmal so ganz entspannt laufen. Ne? Industrieland, das sieht doch schon mal ganz nice aus. Aber wir haben immer noch extrem viel Industrienachfrage. Ich ziehe das erstmal bis dahin nochmal. Feuerwehr kriegt da nichts, das bleibt so. Genau, so. Guck mal hier, Industriespezialisierung. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Landfruchtbarkeit hoch. Das könnten wir da drüben ein bisschen Industriespezialisierung machen oder hier oben. Aber dann gehen wir, glaube ich, mal hier rüber. Dann werden wir da gleich eine Parzelle kaufen. Und dann werden wir da mal gucken, dass wir da bisschen Industriespezialisierung bauen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir auch da natürlich eine Straße rüberkriegen. Weil das wäre, glaube ich, schon recht nice. Aber ich weiß ja nicht, wie es bei denen hier aussieht. Hohe Steuern, reichhaltige Freizeit, viel Lärm. Ja gut, aber was kann ich dagegen tun? Gegen viel Lärm, außer können wir wirklich versuchen, daran zu arbeiten, dass wir halt hier ein paar Bäumchen hinbauen, dass dadurch der Lärm ein bisschen, was ist das denn jetzt hier? Ach, das ist Regen. Ja, aber was ist denn das jetzt? So, jetzt haben wir aber auch hier noch mal ein bisschen Nachfrage. Können wir mal da hinsetzen. So, hier machen wir. Ja, wobei es geht gerade extrem runter. Würde ich sagen, machen wir hier oben noch mal ein bisschen. Ein paar einfache Gebiete hin. Wenn die da auch noch mal ein bisschen was bauen. Und wir brauchen noch mehr Gewerbe. Tatsächlich. Ja, aber ich glaube, Gewerbe wäre jetzt hier, glaube ich, gar nicht so verkehrt, wenn wir jetzt mal hier was hinbauen. Müssen wir auch mal gucken, wie wir jetzt hier die Straße mal weiterbauen, weil ich würde jetzt ganz gerne eigentlich hier vielleicht tatsächlich einfach gerade runter. Hier wird eine Sackgasse. Da kommt nichts weiter rein. Genau. Ja gut, dann würde ich sagen, lass uns noch mal ein paar Parzellen kaufen. Wir hatten ja jetzt, mal ganz kurz gucken,
Industriespezialisierung war ja hier drüben, ne? Also muss man dann wirklich da halt quasi, lass mal die vier kaufen, kostet 43.000, ist okay. Und jetzt wäre es aber auch schlau, dass wir da irgendwie eine Brücke rüber bauen könnten. Aber dann würde ich, glaube ich, am liebsten von hier straight gerade rüber gehen. Das heißt, ich werde hier das Stück Straße noch mal kurz wegreißen. Und dann ziehen wir das einfach mal hier rüber. Okay, das wird nix. Doch, dann machen wir das anders. Den Meter nach oben. So. Dann gehen wir gerade rüber. Und dann gehen wir wieder 10 Meter runter. Ob das jetzt so schlau ist, klug ist, wie auch immer das. Sei mal dahingestellt. So, das machen wir dann erstmal so hier. Zack. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir das hier mit dem nicht verbunden kriegen, oder? Doch, das geht. Ist nicht schön, aber. Das ist okay. Aber kriegt man hier jetzt vielleicht auch mal... Warte mal, kann man das jetzt upgraden vielleicht? Es sieht auf jeden Fall interessant aus. Ist so die Frage, ob dann später da auch Autos drüber fahren oder nicht. Oder Schiffe müssen eigentlich nicht drunter her. So, dann können wir das nämlich jetzt erstmal so lassen. So, dann würde ich jetzt auch erstmal vorschlagen. Wir gucken nochmal ganz kurz einmal nach dem fruchtbaren Land. Ja, das ist doch direkt einmal hier. Das ist doch schon mal schön. Dann können wir das nämlich jetzt erstmal hier gerade einfach durchbauen. Und dann machen wir mal Industriespezialisierung und bauen wir hier einen kleinen Nutztierhof hin. Unternehmen Grünkuh. Auch sehr lustig. Oh, warte mal, haben wir zu wenig Wasser? Wasserverfügbarkeit, Wasserhandel, da ist nichts. Aber es ist alles gut. Gar nicht, was er hat. Also von daher. Mir gefällt das. Ich find's cool. Wie gesagt, doch haben wir eine recht gute Performance an den 30 FPS, ne? Aber das ist schon echt traurig eigentlich, ne? Das, dass man da so rangehen muss, dass sie
mit der FPS-Zahl. Das ist natürlich schon ein hartes Stück. Ach, warte mal, hier drüben ist kein Wasser. Gut, warte mal, warum liegt das denn? Ja, logisch, Alter, weil ich ja hier auf der Brücke kein Wasser habe. Aber dann wär's auch, warte mal, muss ich. Naja, warte mal, das muss man nochmal wegmachen. Mein Fehler. Ja, weil da müssen wir nochmal ganz kurz eine Wasserleitung legen, aber beidseitig. Ein moderner Klassiker, der ein Lächeln auf die Gesichter seiner Bewohner zaubert. Okay, das gucken wir uns gleich mal an, was das ist. Achso, dann würde ich aber den anderen auch nochmal eben wegreißen hier. So. So. Genau. So, dann werden wir nämlich jetzt hier einmal den hier rüber bauen. Und den nach dahin. Dann sollte das mit dem Wasser erledigt sein. Ja, genau. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Spezialgebäude. Ein modernes hier bewohnt in dem Umkreis von 1 Kilometer. Oh, nice. Mal wäre es doch vielleicht ganz cool, wenn man das hier hinbauen könnte. Schaut mal, das sieht doch ganz cool aus. So, und ich würde das ganz gerne nochmal was freischalten. Und zwar im Bereich der Stadt würde ich ganz gerne nochmal einen Parkplatz freischalten. So, würde mich jetzt ganz gerne nochmal einen kleinen Parkplatz vielleicht daneben bauen. So, guck mal, wir haben schon wieder 1 Million gekriegt. Bezirkserstellung, Produktionsfenster, Bestimmung, Naturkatastrophen, Transportübersicht, billige Mietwohnungen können wir jetzt schon bauen, Büros mit geringer Dichte, Getreide, Forstwirtschaft, Transport, Busdepot, ein Traum. Jetzt haben wir richtig Bambule hier. Jetzt geht es richtig vorwärts hier. So, jetzt müssen wir natürlich die Frage, er wartet auf einen Leichenwagen. Wie sieht es hier aus mit unserem Friedhof? 23 Verstorbene stehen da. 2 aktive Fahrzeuge, also das läuft alles. Das ist alles ganz entspannt. Gut, ja, jetzt haben wir hier, können wir jetzt ein Busdepot bauen. Da kann man eine schöne kleine Route erstellen, glaube ich. Ein Busdepot würde ich aber tatsächlich, glaube ich, immer dann hier an der Hauptstraße mit lang bauen. Taxidepot können wir dann auch noch machen. Doppelte Fahrspur für den öffentlichen Verkehr. Cool. Aber jetzt können wir auch so ein paar kleine Parks bauen. Das ist doch auch schon mal geil. Mal, dann lass uns doch mal hier so einen kleinen Park hinbauen. Dann bauen wir hier nochmal so einen kleinen. Oder hier, lass mal hier nochmal so einen Park hin. Was haben wir hier? Kleiner Platz mit Brunnen. Guck mal, das sieht doch ganz nice aus. Hier haben wir eine Feuerstelle zum Beispiel. Zack. Guck mal, das sieht doch. Geld machen wir immer noch minus 5000 fast. Aber gut. Dann machen wir hier ein paar billige Mietwohnungen hin. Hier werde ich mal nur so vereinzelt auch mal setzen. Wir haben auch schon mal so ein bisschen Büro. Das ist auch schon mal ganz nice. Vielleicht setzen wir hier drüben tatsächlich auch schon mal so ein paar einfache Bürogebäude einfach mal hin. So bis dahin. Da dann auch einfache Bürogebäude. Mal gucken, was dabei rumkommt. Die kann man doch, finde ich, mit in die Mietwohnung reinsetzen. Was geil ist, ich habe keine Ahnung, es ist ja wahrscheinlich eher weniger, aber egal. So, was haben wir hier? Niedrige Dichte. Has anyone seen my keys? Ah, das geht. What? We're on the air? Das geht auch. Sorry about that. It's nothing important. I just lost my keys. Richtig nice, nice. They're for the brown sedan parked outside the radio station. Oh, wait. Well, probably shouldn't have said that. If anyone finds them, please don't steal my car. I mean, the old hornbuckle mobile, please. Oh, good. Here they are. Boah. Thank you for listening to
Aber sonst habe ich keine Probleme, oder? Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. And on to our main feature story. Richtig cool. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java mate, or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back. Aber lass uns mal drüben bei unserer Industriespezialisierung schauen, wie es denn da drüben aussieht hier. Angestellte 10 von 13. Wir können doch bestimmt mal irgendwo hier auch mal gucken. Hier, warte mal. Öffentlicher Verkehr. Gut, den haben wir ja noch nicht. Handelswert. Wir haben ja jetzt gerade Nutztiere. Hier, da passiert noch gar nichts gerade. Ja, müssen wir mal gucken. So, wir haben gerade über keine Wohngebäude-Nachfrage, sondern eher über nochmal Gewerbe. Tatsächlich. Auch noch ein bisschen Gewerbe bauen. Komm, wir bauen noch ein bisschen Gewerbe. Ja, bauen wir Gewerbe bis ungefähr hier hin erstmal. Und dann gucken wir mal weiter. Wie sieht es denn mit Strom eigentlich aus? Fällt mir gerade ein. Oh, scheiße. Wir importieren Strom. Das finde ich jetzt aber nicht so geil. Das würde ich ganz gerne nochmal wieder ein bisschen abschaffen. Ich möchte eigentlich nicht importieren. Das reicht aber immer noch nicht aus. Das heißt, wir werden nochmal ein zweites bauen. So. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, das läuft doch. Industrie ist noch ein bisschen Nachfrage, ne? Das könnte man hier oben noch ein bisschen Industrie hinzimmern, glaube ich. Machen wir hier beim Umspannwerk. Bisschen rüber. So, sieht doch gut aus. Bauen wir das noch. Wie gesagt, ich bin kein City Skylines Experte, ne? Also ich spiele das einfach nach bestem Gewissen und Wissen, wie auch immer. Und das macht einfach echt einen Heidenbock. Ich finde es richtig cool, das Game. Aber er nörgelt immer noch um hier, ne? Wie viel Gewerbenachfrage wir einfach haben. Das ist verrückt. Gut, aber ich würde sagen, liebe Freunde, wir machen jetzt hier erstmal einen kleinen Cut rein und werden dann mal schauen, ob wir uns in der nächsten Folge vielleicht mal so ein bisschen um den Nahverkehr kümmern. Und also so ein bisschen Buslinien erstellen und so weiter. Ich glaube, das versuchen wir mal in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, ich bin dann jetzt mal raus und verabschiede mich. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.